Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich habe jetzt endlich mal wieder vor, einen Food Haul zu drehen. Manchmal habe ich das dann vorgehabt oder mir vorgenommen, aber dann hat das irgendwie nicht gepasst. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal hatte ich auch keine Lust, mir mein Essen verderben zu lassen. Deswegen sage ich das jetzt auch schon im Vorfeld, das ist kein gesunder, veganer oder vegetarischer Einkauf, sondern ein ganz normaler Standardeinkauf. Mein Obst und Gemüse, das kaufe ich eh alle 3 Tage mal wieder neu. Dann gehe ich noch nach Netto, Edeka und Co. oder zum Markt und hole da das Obst und Gemüse noch, weil das reicht jetzt zum Beispiel nicht für eine Woche oder so, das Obst, was ich jetzt habe. Deswegen braucht ihr da gar nicht meckern, dass das viel zu wenig Obst ist und viel zu viele ungesunde Sachen mit Weizen und was auch immer. Das mögen wir gerne, das essen wir gerne. Mein Mann ist nun mal voll der Fleischfresser. Ich bin halt auch ein Fleischesser, aber eher so muss ich nicht jeden Tag haben. Deswegen möchte ich mich im Vorfeld schon rechtfertigen, was eigentlich total Schwachsinn ist, aber ich habe keinen Bock dann unter den Kommentaren irgendwie was zu schreiben, wenn das heißt, du kaufst dein Kind Fruchtzwerge oder du bist schwanger, du solltest ganz andere Sachen essen. Ich esse es gerne, es schadet mir nicht und ich mache es auch weiterhin so. Also werde ich diese Kommentare einfach unbeantwortet lassen. Von mir aus könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Solange es keine Beleidigungen sind oder mich als schlechte Mutter darstellt, weil ich meinem Kind Fruchtzwerge gebe. Obwohl, das habe ich auch stehen gelassen, weil ich es einfach nur albern fand. Aber das wollte ich jetzt einfach mal im Vorfeld sagen. Das ist ein ganz normaler Einkauf. Also, ich war bei Lidl wie immer. Ich wollte eigentlich woanders einkaufen gehen, aber irgendwie gehe ich da total gerne einkaufen. Ich war bei Lidl und wieder ein bisschen bei Edeka einkaufen. Bei uns bei Edeka haben wir auch so einen Schibo-Shop. Und da ich momentan voll aufs Brotbacken abfahre, habe ich mir hier diesen Brotkasten mit Schneidebrett gekauft. Ich bin da schon seit 2 Wochen am drumherum schleichen. Der kostet auch nur 19,99 Euro. Aber ich habe halt die ganze Zeit überlegt, lohnt sich das? Und bei uns lohnt sich das momentan wirklich, weil ich alle 3 Tage immer ein neues Brot backe. Und ja, ist das dann auch gut. Und dann habe ich mir ein paar Bewertungen im Internet angeguckt und jetzt habe ich dann einfach beschlossen, das zu kaufen. Die Bewertungen waren eigentlich recht gut und das Brot muss ja einfach nur 3 Tage halten. Also an dem Tag, wo ich es backe, dann ist es ja noch schön warm und dann noch weitere 2 Tage und das reicht mir halt schon. Muss ja jetzt nicht eine Woche halten. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Ich möchte euch das jetzt einfach mal zeigen. Und ich finde, der sieht gar nicht mal so übel aus. Weiß passt hier eigentlich ganz gut rein. Hier das Schneidebrett passt jetzt optisch hier jetzt nicht so rein, aber das ist ja egal. Das hat hier unten so Löcher, damit das nicht anfängt zu schimmeln. Und da kann man das so hinstellen und hier ist der Deckel. Ich weiß gar nicht, wie kann man das um? Nee, das stellt man hier auf diese Füße. Genau. Und dann kann man es hier drauf schneiden. Ob ich es jetzt darauf unbedingt schneiden muss und mir das zerkratze, weiß ich noch nicht. Aber ich finde den Brotkasten ganz cool und das lohnt sich bei uns jetzt momentan auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn wir ein 5-Personen-Haushalt sind, dann reicht das Brot eh nur für einen Tag, wenn wir alle dann essen, wenn die Zwillinge da sind. Aber ich freue mich, dass ich den jetzt gekauft habe. Dann habe ich noch ein paar Sachen bei Edeka gekauft. Einmal Roggen zum Brotbacken. Ich habe jetzt vorgehabt, so ein paar Brote mal zu backen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, was ich für Brote vorhabe, die nächsten Tage, Wochen zu backen, damit ich die ganzen Zutaten schon mal da habe und ich möchte einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Und das Roggen brauchte ich für das Zwiebel-Roggenbrot aus dem Rezepteportal mit dem Thermomix. Also ja, das wollte ich gerne mal ausprobieren, das hat sich so lecker angehört. Dann habe ich bei Edeka Bananenchips gekauft, die liebt Leon total gerne und ich kriege heute Besuch. Dann, wir treffen uns einmal die Woche, treffen wir uns immer bei irgendjemandem zu Hause aus unserer alten PKIP-Gruppe. Also ja, wir sind jetzt schon 2 Jahre befreundet und wir kennen uns seitdem die Kinder 3 Monate alt sind. Und dann jetzt, wo der PKIP halt nicht mehr stattfindet, haben wir gesagt, treffen wir uns dann immer einmal die Woche bei jemandem zu Hause. Und jetzt bin ich dran, da gibt es dann für die Kinder Bananenchips. Und für uns gibt es dann natürlich die ungesunden Sachen. Dann habe ich noch was an der Fleischtheke gekauft. Einmal 300 Gramm Schweineschnitzel und 498 Gramm Hackfleisch. Schweineschnitzel brauchte ich für ein Gericht, was ich aus dem Mix ohne Fix Band 2 machen wollte. Das Schweinegeschnetzeltes mit Champignons und Gnocchis. Die habe ich auch bei Edeka gekauft. Und das Hackfleisch, das brauchte ich für die
Hackfleischbrötchen. Das Rezept habe ich von meiner Arbeitskollegin bekommen. Das ist eigentlich so ein türkisches Rezept. So Börek heißen die so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das so Hefebrötchen und da drin ist dann Hackfleisch. Man kann da auch eine Kartoffelfüllung reinmachen und so. Und das ist wirklich total einfach, das Rezept, diese Hefebrötchen. Und ich mache dann die Füllung einfach so nach Geschmack rein. Ich nehme dann Hackfleisch und nehme einfach ein bisschen Tomatenmark. Also es schmeckt dann halt jetzt leider nicht so typisch türkisch, die Füllung, aber außenrum schon. Nur innen dann ist es halt eingedeutscht. Aber das kommt immer sehr gut an und das hat sich eine Mutter von mir aus der Gruppe sich gewünscht, weil ich ja dran bin. Und dann hat sie gesagt, oh, kannst du bitte wieder diese Brötchen machen? Und jetzt mache ich die dann für uns dann. Dann habe ich bei Edeka noch von Landliebe frische Milch gekauft. Wir kaufen sonst immer die Haarmilch, aber Dennis hat vergessen, die Milch zu kaufen. Der ist jetzt auf Geschäftsreise für ja, circa 2 Tage, also eine Nacht. Und so lange reicht die, anderthalb Liter reicht das jetzt erstmal. Und dann muss Dennis wieder ein ganzes 12er-Paket Haarmilch kaufen. Dann für die Kinder noch heute zum Anbieten von Alnatura Bio-Laugengebäck mit Sesam. Das sind so Dinkelbrezel mit Sesam, die sind voll lecker. Die schmecken mir irgendwie viel besser wie dieses normale Laugengebäck, also diese Dinkelbrezel. Dann für Leon zu Ostern so ein Mini-Mix, Kinder-Mini-Mix, so ganz klein. Ja, damit er so ein bisschen Schokolade hat und ich habe auch schon so einen kleinen Osterhasen gekauft. Der ist in so einer Gießkanne drin von Kinder und dann kriegt der noch ein Buch. Und was kriegt er noch zu Ostern? Ja, das war's eigentlich. Also ein Buch und dann wollte ich noch Sandspielzeug kaufen. Er hat zwar was, aber das benutzt er momentan immer, wenn er schwimmen geht. Und damit wir nicht immer hin und her räumen müssen und es sauber machen müssen, kaufe ich ihm dann nochmal Sandspielzeug zu Ostern. Ich finde, das muss ja jetzt nicht so viel sein. Ich habe früher auch immer nur eine Kassette oder sowas bekommen und Süßigkeiten. Dann habe ich bei Edeka noch von Hitschler Schnüre gekauft. Konnte ich nicht dran vorbei. Wie gesagt, dieser Einkauf ist nicht gesund. Dann habe ich eine Birne gekauft für 50 Cent. Ja, also wie gesagt, alle 3 Tage oder so muss ich eh immer neues Obst kaufen. Und damit ich ein bisschen Auswahl habe, kaufe ich von jedem eine Sorte meistens. Und dann ein Pfirsich für 1,06 €. Also ich muss echt auf den Markt, das ist viel günstiger und wir haben eine viel bessere Auswahl. Dann Trauben. Ich liebe rote Trauben. Was habe ich noch bei Edeka gekauft? Gemüsefond. Da wollte ich Rigatoni mit Spinat und so machen. Und Hähnchenbrust und sowas. Ich habe eigentlich schon alles da. Mir fehlte nur Gemüsefond. Und das Rezept werde ich euch unten mal verlinken. Ich gucke, wenn ich alle Rezepte, die ich jetzt hier mal so erwähne, die ich finde im Internet, die werde ich euch dann unten in der Infobox wieder verlinken. Dann habe ich bei Edeka noch Vollkorn-Roggen-Sauerteig gekauft. Da wollte ich, was für ein Brot machen? Da wollte ich die Familienknusperle mal ausprobieren. Verlinke ich euch, wie gesagt, unten mal. Was habe ich denn noch bei Edeka gekauft? Das hier? Ja, genau. Von SodaStream ohne Zucker, Cola-Orangengeschmack. Ich wollte das gerne mal ausprobieren, also Cola-Orange. Ich habe mir vor ein paar Wochen mal Kirsch gekauft. Das schmeckt wirklich sehr gut und ich mache da auch immer nur ganz wenig rein. Einfach nur so ein bisschen für den Geschmack und das sind auch ganz wenig Kalorien. Auf 100 Milliliter 3 Kalorien, kein Zucker und so. Ja, damit ich nicht ganz so dick werde, aber trotzdem noch in meinem Wasser ein bisschen Geschmack habe. Und jetzt wollte ich das gerne mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt. Also ich habe zwar keinen SodaStream, aber ich bin echt am Überlegen, mir einen zu kaufen, weil wir eigentlich viel Wasser trinken. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Lidl-Einkauf. Da habe ich jetzt hier noch gekühlte Sachen. Einmal, weil ich eine Rabenmutter bin, kriegt mein Kind die gefakten Fruchtzwerge von Lidl. Und weil ich mich total ungesund ernähre, auch mal Weizenbrötchen für zwischendurch, wenn ich jetzt keinen Bock auf Müsli habe, weil ich sonst immer morgens Müsli esse. Mit Joghurt, aber wenn ich mal Bock auf was Ungesundes habe, dann ein Brötchen. Dann mache ich mir jeden Morgen immer ein Smoothie und Leon liebt es auch total. Da kommt dann ein halber Apfel rein, eine Banane und unter anderem mache ich dann immer so Mangostücke rein. Das schmeckt wirklich total gut. Mit einer Packung Naturjoghurt, dann, damit es dann besonders gesund ist, aber man schmeckt es ja eh nicht raus, Chiasamen. Und ein bisschen, Flohsamenschalen
Und das fülle ich dann mit Wasser, mit Milch auf. Und dann wird das geshakt. Und Leon bekommt dann ein paar Spritzer Honig noch drauf für den Geschmack, also damit das ein bisschen süßer ist. Und da ich mich ja dann doch schon gerne ungesund ernähre, nehme ich dann immer noch ein paar Spritzer von dem Süßstoff. Oh, das schmeckt dann einfach so lecker. Und ich benutze immer, ich wurde öfter schon gefragt, was ich denn für einen Mixer habe. Ich habe den jetzt schon seit einem Jahr und jetzt kann ich sagen, der ist wirklich gut und der hat nur unter 20 Euro, glaube ich, gekostet. Das ist der hier. Ich finde den total gut. Und dann hat er halt hier oben diese Plastikflasche. Und ich muss sagen, da steht zwar drin, dass man keine gefrorene Früchte damit pürieren sollte, aber das habe ich jetzt ein Jahr lang immer wieder mal gemacht und da ist noch nichts mit passiert. Und das wird richtig trotzdem cremig. Also das schmeiße ich gar nicht in den Thermomix, weil das da eine viel größere Fläche ist, die ich reinigen muss, als wenn ich nur diese kleine Flasche dann reinigen muss. Und das reicht dann für zwei Gläser, einmal für mich und einmal für den Leon. Das ist wirklich optimal. Also das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich werde euch das einfach mal unten in die Infobox nochmal verlinken. Aber schaut trotzdem mal bei Marktkauf oder so, da haben die das dann auch manchmal im Angebot. Und für Smoothie habe ich die dann noch geholt. Das trinke ich dann auch immer gerne dazu. Also entweder dann Mango-Stücke oder halt diese Beeren. Dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen Aufschnitt. Einmal Leberwurst. Dann die Mortadella Bologna, keine Ahnung. Die esse ich total gerne. Das ist so eine ganz, ganz dünne, ich glaube, italienische Wurst. Ja, italienische Wurst und die ist wirklich sehr, sehr lecker. Dann Feurika-Salami für Dennis. Hähnchenbrust für mich und Leon. Dann Gouda für mich und Leon, der isst den auch total gerne. Dann Fleischwurst. Und was ich auch wieder gut finde, was sie wieder haben, sind von Grillmeister Grilltaler. Die gibt es dann meistens zur Grillsaison. Die sind total lecker und ich hoffe, die schmecken immer noch so wie letztes Jahr. Die sind auch total lange haltbar, bis zum 8.6. Die braten wir uns einfach in der Pfanne an. Zum Abendbrot oder so kann man die so essen oder so zum Mittag zwischendurch mit einem Salat oder so. Wirklich total lecker. Und dann habe ich noch Mozzarella für Tomatenmozzarella oder so. Gouda für einen Auflauf, den ich machen wollte, so einen italienischen Nudelauflauf. Das Rezept ist schon total alt, das habe ich mal in der Schule damals gemacht. Mit unserer Lehrerin haben wir das gemacht und das habe ich halt immer noch und das ist wirklich sehr lecker. Und dann dreimal Hefe, weil ich ja, wie gesagt, auf Brotbacken momentan voll abfahre und das auch total lecker ist, wenn das so schön warm ist. Dann habe ich hier noch die Eigenmarke von Lidl Milchdrink Vanillemilch. Ich trinke normalerweise immer so total gerne die Bananenmilch, aber die Bananenmilch, die hatten sie leider nicht mehr. Diesmal als erstes weg. Vanille tut's auch. Dann natürlich Naturjoghurt für mein Müsli oder für den Smoothie, den ich halt morgens meistens mache. Eine Packung Butter braucht man ja auch immer mal. Wurst für Leon. Noch eine Packung Mozzarella. Oh, meine Schwester ist da gerade lang gefahren. Ich muss arbeiten. Dann Buttermilch für was wollte ich das nehmen? Für das Sesam-Buttermilchbrot. Verlinke ich euch auch mal unten. Habe ich schon mal gemacht. Das war lecker, nur leider ist es mir angebrannt. Also das Innere war lecker, nur das Angebrannte war nicht so lecker, aber da hatte ich noch keinen Römertopf. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Römertopf von meiner Schwiegermama ausgeliehen und damit gelingt das auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich es jetzt nochmal neu probieren, weil damit habe ich jetzt auch schon ein paar andere Brote gemacht mit dem Römertopf. Und bis jetzt ist mir mit dem Römertopf immer alles gelungen. Dann Cremosano, das ist so eine Kochsahne, sowas wie Creme Fin, halt nur 20 Cent günstiger. Und fettarmer, also fettarme Sahne halt zum Kochen, 7%. Dann von Landliebe den Sahnepudding, habe ich ja schon mal erwähnt, ich finde den total lecker. Und ich weiß, woher die Milch kommt, weil die von dem Bauernhof von meiner Freundin kommt, also unter anderem. Also ich glaube, das wird ja alles gemischt, diese Milch, ne? Weil Landliebe ist ja eine große Firma oder wie man das auch nennt. Und ja, auf jeden Fall ein Teil der Milch kommt von meiner Freundin, die hat einen Milchbauernhof bei uns um die Ecke. Und ja, das ist halt die Landliebe-Milch. Und deswegen kaufe ich, wenn ich dann frische Milch kaufe, kaufe ich dann gerne die Landliebe-Milch. Und ich finde auch, man merkt den Unterschied zwischen frischer Milch und Haarmilch. Kannte ich vorher nicht so, weil
zu Hause damals bei meinen Eltern war ich immer die Haarmilch gewohnt, die haben immer Haarmilch gekauft. Und hier habe ich die dann auch immer gekauft. Und irgendwann habe ich mal das erste Mal frische Milch gekauft. Und ich muss sagen, also ich bin ja eh momentan so Milchtrinker, ist ja auch gesund, ne? Und also wenn, dann trinke ich lieber so zwischendurch die frische Milch. Also ich finde es immer ganz gut, so ein bis zwei Pakete frische Milch zu Hause zu haben zum so trinken. Die Haarmilch finde ich immer ganz gut für einen Smoothie oder für irgendwas, damit man halt die Haarmilch da hat, ne? Ja, Margarine. Und Orangensaft direkt gepresst. Der schmeckt eigentlich auch ganz gut. Man merkt schon, dass der nicht frisch gepresst ist, aber ich mache meinen Orangensaft ja immer am liebsten morgens selber. Aber manchmal habe ich halt keine Orangen da oder auch, keine Ahnung, keine Lust, den zu machen, dann habe ich den. Und jetzt bringe ich erstmal die gekühlten Sachen. Dann machen wir mal weiter. Dann habe ich hier Basilikum. Das brauchte ich, glaube ich, auch für dieses Spinat-Ricotta-Gericht oder so. Glaube ich. Dann mein Frühstück. Wir haben zwar schon voll spät, schon 11:30 Uhr, oh mein Gott. Aber ich habe halt noch nichts gegessen und deswegen ein Schinken-Käse-Croissant. Ganz gesund. Dann wollte ich, glaube ich, zwei. Demnächst, wenn ich mal wieder schöne Erdbeeren finde, Erdbeermarmelade selber machen. Und dafür habe ich dann schon mal Gelierzucker gekauft, damit ich das wenigstens schon mal da habe. Dann hatte ich Durst und habe mir so einen Splash-Exotik-Geschmack von Saskia mitgenommen. Schmeckt ganz gut. Maggi brauche ich ja auch meistens, wenn ich irgendwie was zum Würzen noch habe. Wenn ich meine, es fehlt ein Gewürz, dann fehlt da meistens Maggi. Aber davon haue ich jetzt auch nicht Unmengen rein, weil das auch schon öfter unter den Kommentaren kam, dass es halt auch nicht so gesund ist und so. Aber davon mache ich wirklich nur ein paar Tropfen rein, das reicht mir schon. Spaghetti kann man ja auch immer gebrauchen. Dann zwei Tomaten. Karottensaft trinke ich ja auch total gern. Meinen geliebten Augen-Make-up-Entferner, davon habe ich nämlich oben nicht mehr so viel. Und dann habe ich Sonnenblumenkerne noch gebraucht für mein Lieblingsbrot, also unser Lieblingsbrot, das ist bis jetzt unser Favorite-Brot. Das werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Habe ich ja in dem letzten Follow Me Around, also das lade ich erst heute hoch, habe ich das ja dann, also heute ist Dienstag und ich denke, das Video lade ich dann am Mittwoch hoch oder so. Und das ist das 5 Minuten Dinkel-Vollkornbrot oder sowas. Wie gesagt, werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Das schmeckt wirklich sehr gut. Und bei mir in der Kastenform funktioniert das komischerweise in dem Ofen nur auf Umluft. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es echt an dem Ofen, aber auf Umluft gelingt mir dieses Brot. Ansonsten ist es einfach noch total roh von innen. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid, Umluft klappt. Dann habe ich noch ein Bio-Weizenmehl gekauft. Das ist das hier diese Typsorte 1050. Das brauchte ich auch für irgendein Brot. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Dann Mineralwasser. Für Getränke habe ich ja schon mal gesagt, das Dennis ist eigentlich zuständig. Aber wir hatten jetzt kein Mineralwasser. Dann habe ich das auch noch entdeckt. Das war auch so ein Sonderaufsteller von Vasa. Tomaten Oregano Delicatesse Cracker. Habe ich mir gedacht, stelle ich dann auch noch mit auf den Tisch für uns Erwachsene dann. Dann Knäckebrot, das Sesam-Knäckebrot von Vasa. Das liebt Vasa, spricht man glaube ich so aus. Das liebt Leon total gerne. Also er isst das auch so. Aber am besten ist es eh mit Marmelade. Oder am allerbesten finde ich dieses Knäckebrot eh mit Putenbrust. Genau, das ist am besten. Dann brauchte ich neue Lappen. Himbeeren für mein Müsli. Champignons für das Geschnetzeltes. Also Mittagsgerichte habe ich jetzt gar nicht so viel geplant. Ich habe jetzt hier nur 5 Gerichte draufstehen und manche Sachen habe ich halt auch noch zu Hause. Aber irgendwie war ich da sehr einfallslos. Dann muss ich halt, wie gesagt, immer spontan entscheiden, was ich koche. Normalerweise habe ich ja echt immer einen Plan, aber ich habe die Ruhe dafür irgendwie nicht mehr, mich da hinzusetzen und mir 100.000 Rezepte auszusuchen. Aber ich habe ein Thermomix Food Diary schon fertig. Ich muss es halt nur noch schneiden.
Ich hoffe und denke, dass es dann nächste Woche hochgeladen wird, weil da nehme ich mir ja echt immer viel Zeit und überlege, was könnte ich kochen, was habe ich noch nicht so im Internet gezeigt, also auf YouTube gezeigt, und dann stelle ich euch ja immer so 7 Gerichte vor. Dann habe ich Apfelsaft gekauft. Das mischen wir dann mit Mineralwasser, also so eine Apfelschorle. Junge Erbsen brauchte ich für den italienischen Nudelauflauf. Schlagsahne, einfach damit ich die da habe, die nicht so schnell schlecht wird. Das ist die Haarsahne zum Kochen. Noch eine Packung. Bananen. Dann habe ich 3 Äpfel gekauft. Das sind jetzt hier die Pink Lady. Die sind süß, die esse ich gerne. Und meine Hebamme, also ich achte so schon drauf, dass ich eigentlich so am Tag immer einen Apfel esse oder so. Aber meine Hebamme hat auch gesagt, dass ich darauf achten soll, wenn ich diese Eisentabletten zu mir nehme. Das stand jetzt, glaube ich, in dem Beipackzettel, habe ich es jetzt nicht gelesen. Aber die hat gesagt, wenn ich es zu mir nehme, ist es am besten, wenn ich noch Vitamin C zu mir nehme, weil man dieses Eisen einfach besser aufnehmen kann mit Vitamin C. Ansonsten entzieht dieses Eisenpräparat meinem Körper das Vitamin C, was da gerade so vorhanden ist. Und dann fehlt meinem Körper wieder Vitamin C. Und um das zu vermeiden, hat die gesagt, soll ich am besten noch einen Saft hinterher trinken oder halt einen Apfel essen. Und das mache ich ja eh. Und jetzt gucke ich halt, dass ich das immer zu der Zeit den Apfel esse, wo ich dann auch die Tablette eingenommen habe. Und bei der Tablette, da muss man auch mal darauf achten, dass man eine Stunde lang zwei Stunden lang keine Milchprodukte zu sich nimmt, keinen Kaffee trinkt. Trinke ich ja eh nicht. Aber ja, da muss man echt auf einiges aufpassen. Und mir haben auch viele geschrieben, dass man das Magnesium in einem Abstand von 2 Stunden nehmen muss. Also da muss ich jetzt immer mit meinen ganzen Tabletten immer drauf achten, wann ich was einnehme. Das ist echt doof. Aber es muss ja sein, ne? Dann habe ich eine Fanta gekauft, weil die sah lecker aus mit Mandarine. Für den Orangensaft die Orangen. Und hier habe ich dann nochmal Multivitaminsaft, wenn die dann nachher kommen, weil ich ja eigentlich immer nur Wasser hier habe oder koffeinfreie, zuckerfreie Cola. Aber damit ich dann auch noch was anderes habe, so Saft zum Anbieten. Hier auch nochmal Apfelsaft. Dann Waffeln für zwischendurch, wenn ja, wir Bock auf Waffeln haben. Leon isst die total gerne. Oder nach dem Sport kriegt er die dann meistens. Er hat immer einmal die Woche so Kindertouren. Und dann packe ich das mit Äpfel oder irgendwie sowas ein. Das isst er total gerne. Natürlich zuerst die Waffel, bevor er den Apfel isst. Ne? Ist auch klar. Dann Tomatenmark. Braucht man immer und wird nicht so schnell schlecht. Bin mal gespannt, wie lange das Video geht. Dann Erdbeer-Johannisbeere-Marmelade. Die essen wir auch total gerne. Und solange ich halt noch keine selbstgemachte habe, gibt es die und Cherry-Tomaten. Und dann habe ich für irgendein Brot, was habe ich denn hier noch alles für Brote stehen? Das Hasenbrot. Ich habe nämlich auch vor, das Hasenbrot zu machen. Werde ich euch auch mal unten verlinken. Also Familienknusperle habe ich ja erwähnt. Hasenbrot wollte ich machen. Da kommt dann kommen Möhren mit rein. Das hat sich echt sehr gut angehört. Und ich denke mal, gerade die Möhren machen das saftig. Und Weizenkruste, das sah sehr gut aus, von Ikos Blog war das, glaube ich. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Das ist halt ein Weizenbrot. Und das Zwiebelroggenbrot habe ich ja erwähnt. Ja, und für irgendein Brot, was ich euch jetzt gerade genannt habe, brauchte ich auch noch dunkles Balsamico-Essig. Da habe ich das dann gekauft. Ja, das war's dann auch. Und ich habe bezahlt, bei Lidl habe ich jetzt 71,44 bezahlt und bei Edeka habe ich 26,30 bezahlt und dann halt noch den Brotkasten für 19,99 €. Also wenn man den Brotkasten jetzt abzieht, ist es eigentlich ein normaler Einkauf, den ich immer habe, so ca. 90 €, 95 €. Ja, das war dann jetzt auch mein Food Haul. Ich hoffe, der war nicht allzu lang, aber ich finde es halt immer echt interessant, wenn die Leute auch erzählen, was sie damit vorhaben mit den ganzen Sachen und am besten noch die Sachen, die Rezepte verlinken. Also so finde ich das am interessantesten, weil sonst kann ich mich ja auch an der Kasse hinstellen und gucken, was andere Leute kaufen. Dann brauche ich mir ja kein Food Haul angucken, denke ich immer. Weil manche Food Hauls sind ja auch nur 10 Minuten, dann kaufen die vielleicht auch nicht so viel oder so. Ne? Dann sollte ich vielleicht mal weniger kaufen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Schwangerschaftsupdate, wie immer an einem Samstag. Hoffentlich klappt das dann auch weiterhin so, dass ich immer samstags einen hochladen kann. Und für heute ist ja dann noch, also heute ist Dienstag,
das Follow Me Around geplant. Also das muss ich mir noch angucken. Ich will noch gucken, ob da auch alles okay ist und nicht irgendwie mein Sohn nackig da rumrennt oder ich in die Nase bohre oder was auch immer. Deswegen gucke ich mir das halt immer noch mal vorher an, bevor ich es auf öffentlich stelle. Und ja, das kommt dann heute und das, was ich jetzt gemacht habe, kommt dann morgen Nachmittag vielleicht an. Weil morgen wollte ich mal den kompletten Tag zum Nähen verbringen und wenn ich dann Zeit habe, lade ich das dann auch noch hoch. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage dann mal bis Samstag. Tschüss!